Ja Leute, Servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Man sieht's, es ist ein bisschen warm hier in dem Raum. Diesmal wieder im BMW M4. Auf dem Fahrersitz ist Felix Ruppert, der uns hier eine Hotlap auf Silverstone zeigt. Auch hier der BMW ein sehr, sehr starkes Auto. Dementsprechend zeigt er hier mit dem Quali-Setup aus unserem Setup eSports Bundle, was man hier mit dem Fahrzeug so für Zeiten gehen kann. Und da gucken wir uns einfach mal, wie er hier in die SS reinfährt. Gerade hier das Auto extrem stark. Kann das Auto hier richtig reinwerfen. Auch hier Auto rotiert ein bisschen. Schön zusammenbremsen. Hier früh ans Gas. Das Auto hat einfach fast gar kein Untersteuern. Kommt hier sehr, sehr gut raus. Kann den ganzen Schwung mitnehmen. Und fährt dann hier auf die lange Straight runter. Jetzt hier bei der Anbremsphase diese typischen Bodenwellen. Aber auch die verkraftet das Auto hier sehr gut. Und auch hier seht ihr schön, wie das Auto sich ein bisschen in die Kurve rein, ja, ein bisschen reindreht, ein bisschen rein rotiert. Auch das spricht wieder für das Fahrzeug bzw. für das Setup, dass man hier einfach sehr, sehr starke Laptimes gehen kann. Auch hier im zweiten Gang schön rausbeschleunigt, Traktion sauber auf den Boden gebracht. Geht jetzt hier über die Formel 1 Startziel. Ja, jetzt bin ich mal gespannt in die schnelle Rechtskurve. Da muss er wirklich nur das Gas ein bisschen wegnehmen, schaltet einen Gang runter und kommt dann hier wirklich durch, ohne auf die Bremse zu gehen. Jetzt noch einmal von außen sauber anbremsen. Schön hinter diesen hohen Curb fallen. Im zweiten Gang hier schön raus beschleunigen. Geht jetzt hier in den ersten Gang. Auch hier fällt er direkt hinter den Curb. Ganz wichtig, früh ans Gas gehen, auf ja, die lange Gerade heraus beschleunigen. Nutzt jetzt hier das ganze Momentum. Auch hier auf der Geraden ist das Auto sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt hier kurz vor dem Schild in die Bremse gehen. Schön mit dem Kurvenverlauf in die Kurve reinbremsen. Fahrzeug jetzt hier drehen und dann noch einmal durch die letzte Kurve schön innen am Curb halten. Jetzt das Auto außen ein bisschen drehen. Jetzt gesehen, dann den Shortshift in den zweiten Gang und dann kommt man sehr, sehr früh ans Gas. Und kann hier wirklich den ganzen Schwung mitnehmen und dann ist die Uhr hier bei einer 1,58. 56,8 so rum stehen geblieben und die Runde gucken wir uns jetzt auch noch mal von außen an. So, und da startet er hier die Runde mit unserem Rennwelten eSports BMW M4, fährt hier Richtung Kurve 1, nutzt hier auf dem Curb auch die ganze Streckenbreite, fällt jetzt hier in die Kurve, auch am Ausgang ganz wichtig, die ganze Streckenbreite nutzen, schön raus beschleunigen. Dann haben wir gesehen, wie stark das Auto doch hier in die SS ist, auch wie stabil, also da gar keine Probleme. Kann das Auto hier sehr stabil halten, hat hier ein bisschen Untersteuern gehabt auf der Vorderachse, beim zweiten Teil hier, aber im dritten Gang raus überhaupt nicht. Beschleunigt jetzt hier schön raus. Über die lange Gerade. Ja, Top Speed. Ja, Top Speed sieht schon echt gut aus. 2,53, 54 fällt jetzt hier in die Rechtskurve rein. Auch hier hatten wir ganz, ganz wenig Untersteuern. Er kann hier extrem viel mit Corner Speed gehen. Hier könnt ihr mal sehen, wie viel Track Limits oder wie viel Streckenbreite ihr da ausnutzen könnt, ohne dann doch ein Track Limit Vergehen zu bekommen. Hier ganz wichtig den Short Shift, dass man hier die Traktion sauber auf den Boden bekommt. Dass man hier auch den Schwung mit über die lange Gerade nimmt. Und jetzt hier, wir haben es eben gesehen, muss er wirklich nur kurz zurückschalten. Kann das Auto hier in die Kurve reinrollen lassen und dann wieder ans Gas gehen, ehe dann hier das Auto, ja, für die Schikane nenne ich es einfach mal, in den zweiten Gang zusammenbremst. Zweiter Gang hier und dann nochmal in den ersten Gang für die engere Linkskurve. Ja, und dann ist die Runde auch schon fast geschafft. Wie gesagt, das Setup gibt es bei uns im Shop. Also wenn ihr da Bock habt auf das Fahrzeug, auf die Setups, dann guckt da gerne vorbei. Ihr habt die Möglichkeit aus 5 Bundeln zu wählen. Die sind alle hier unten verlinkt. Mit dem Ultimate Bundle habt ihr natürlich den besten Preis. Da sind dann da 22 Strecken bzw. ja, 44 Setups drin. Direkt aus unserem E-Sports-Team. Und damit endet jetzt hier auch das Video in dem Moment, als er hier über die Runde fährt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Freue mich über euer Feedback. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.